Bis 2050 will die EU der erste klimaneutrale Kontinent der Welt werden. Das wurde jedenfalls Ende 2019 im Green Deal der Europäischen Kommission beschlossen. Dazu werden und wurden zahlreiche Maßnahmen getroffen zum Schutz der Umwelt einerseits und zur Förderung einer grünen Wirtschaft andererseits. Unter anderem soll in diesem Rahmen auch eine Neugestaltung der EU-Energiesteuerrichtlinie anstehen. Was das für Unternehmen bedeutet und wie sie sich darauf am besten vorbereiten können, das besprechen wir heute in der mittlerweile 7. Folge unseres Zollcasts, Ihrem Podcast für Zoll- und Außenwirtschaft. Zunächst aber ein herzliches Willkommen meinerseits. Für diese Folge habe ich erneut einen Experten eingeladen, der wirklich prädestiniert ist, denn er tut sich als herausragender Steuerberater bei WTS hervor. Insbesondere in den Bereichen Strom- und Energiesteuer. Wenn Sie ein wenig in diesem Bereich unterwegs sind und vielleicht noch auf Social Media ein wenig aktiv sind, kennen Sie ihn wahrscheinlich auch schon. Und zwar ist nämlich die Rede von Herrn Bertil Kapf. Guten Tag, Herr Kapf. Guten Tag. Also es freut mich, dabei zu sein bei diesem spannenden Podcast. Ja, das freut mich ebenfalls. Deswegen würde ich vielleicht sagen, beginnen wir erstmal mit einer generellen Einordnung unseres Themas. Und zwar, neben zum Beispiel der Alkoholsteuer, Kaffeesteuer, gehören ja auch die Strom- und Energiesteuer zu den sogenannten Verbrauchsteuern in Deutschland. Diese werden vom Zoll erhoben, doch wieso werden Verbrauchsteuern in Deutschland überhaupt eingezogen? Und auf welche Produkte fallen sonst noch Verbrauchsteuern an? Ja, vielen Dank für die Frage. Also natürlich, der erste Punkt ist offensichtlich, der Staat möchte irgendwie Geld bekommen und dort Einnahmen erzielen. Also bei der Mineralölsteuer, beziehungsweise heute heißt es ja in der Energiesteuer, sind 40 Milliarden Euro dort, die eingenommen werden. Also wenn man das sieht, das ist, glaube ich, die vierte oder fünftgrößte Steuerart, die es in Deutschland gibt. Auch bei der Stromsteuer sind wir bei 6,5 Milliarden Euro. Und der Punkt ist, denke ich, offensichtlich. Dann natürlich gibt es immer noch diesen zweiten Bereich, das sogenannte Lenkungssteuer, dass sie eben versuchen wollen, irgendwie auf das Verhalten der Mitbürger Einfluss zu nehmen. Und ja, bei der Tabaksteuer, denke ich, ist das am offensichtlichsten. Dort spricht man ja oft auch von der Sündensteuer oder aber der Alkoholsteuer, wenn sie dort eben versuchen, Personen dort von ihrem Laster zu befreien, sage ich mal, oder auch jetzt bei der Alkopop-Steuer, das wurde ja auch extra zum Jugendschutz eingeführt. Das ist dann eben der Weg, den dort der Gesetzgeber sich ausgedacht hat. Was gibt es für Steuerarten? Also ich hatte ja schon mal angesprochen, jetzt hier die Energiesteuer ist die größte mit 40 Milliarden Euro. Dann haben wir Tabaksteuer, 15 Milliarden Euro. Also ist auch dann sicherlich ein sehr beliebte Steuer, die eben auch regelmäßig zu Preiserhöhungen führt. Es gibt wenig Steuerarten, wo sie eben so regelmäßig jetzt auch dann die Steuererhöhungen durchführen, ohne dass sich dort ein riesen Aufschrei in der Bevölkerung kommt. Natürlich, man hat dort eben diese sehr direkte Verbindung zwischen den Folgen beim Gesundheitswesen und den Staatseinnahmen. Stromsteuer hatte ich schon gesagt, ist ein großes Thema, knapp 7 Milliarden Euro, die dort jährlich hineinkommen. Ist natürlich auch jetzt im Bereich der Elektromobilität wird es dort größere Verschiebungen geben von der Energiesteuer hin zur Stromsteuer. Muss man gucken, wie sich das dann Ganze ergeben wird. Dann viele weitere kleinere Steuern, also das Alkoholsteuer, das knapp 2 Milliarden, Schaumweinsteuer, Biersteuer gibt es noch. Dann tatsächlich ganz spannend noch, Weinsteuer gibt es in Deutschland auch, aber der Steuersatz ist 0 Euro. Es ist einfach aufgrund europäischer Regelung gibt es diese Weinsteuer. Wir kommen ja später, glaube ich, auch nochmal zu dem Thema Beförderungen verbrauchsteuerlich pflichtiger Waren. Da fällt der Wein darunter, aber es ist eben in Deutschland nicht steuerpflichtig. Dann gibt es noch zwei kleinere Steuern in Deutschland, die es eben jetzt nicht europäisch geregelt sind. Das ist einerseits eben die Kaffeesteuer. Und dann eben die Alkopop-Steuer, die hatte ich auch ja schon kurz angesprochen. Vielleicht auch noch mal da ein kleiner Schwenk in die Zukunft. Was ist viele Diskussionen? Fleischsteuer. Ja, ein anderes spannendes Thema, was ich gerade erst in der letzten Zeit gelesen habe, ist eine Paketsteuer, wenn Sie sowas einführen möchten. Aber das sind auch politische Forderungen, wo man tatsächlich gucken muss, was am Ende bei rauskommt. Ähnliches Thema ist aktuell noch das Thema mit der Plastiksteuer. Dort ist es von europäischer Vorgabe zum 1. Januar 2021 bereits in Kraft getreten, dass die Bundesregierung zum EU-Haushalt im Verhältnis zu den in ihren Landesgrenzen in Verkehr gebrachten Kunststoffen, die nicht recycelt sind, berechnet sich die Abgabe, der Haushaltsbeitrag der Bundesrepublik. Und jetzt ist eben die Frage, ob sie diese Mehrbelastung eben dann an die Inverkehrbringer des Plastiks weitergeben wollen oder
ob das weiterhin aus dem Haushaltsdeckel jetzt gezahlt wird. Also Spanien führt zu Beginn des nächsten Jahres eine Plastiksteuer ein, Großbritannien auch, ist zwar kein EU-Mitglied mehr, aber die haben sich diese Idee trotzdem mitgenommen. Auch in Italien gibt es da große Diskussionen. Ja, ein sehr spannendes Thema, dass man dort eben weiß, wo kann sich da was entwickeln. Auch Zuckersteuer ist tatsächlich immer regelmäßig in der Diskussion. Also das ist im Grundsatz geht es immer darin, man möchte einerseits Geld verdienen und auf der anderen Seite möchte man eben schauen, dass man irgendwie auf die Zwecke der Allgemeinheit dort ein bisschen fördern kann. Ja, ich finde der Begriff Sündensteuer, den nehme ich auf jeden Fall mit. Also das ist tatsächlich etwas, was vielleicht auch viele Steuern gut trifft. Ja, das war schon mal ein schöner Ausblick auf das, was uns vielleicht noch alles erwarten wird. Gerade Zuckersteuer und Plastiksteuer, ich glaube, das sind Dinge, die wird man vielleicht auch hier bald noch stärker beleuchten müssen. Aber, Herr Kapf, da stellt sich natürlich auch mir die Frage, wer muss denn eigentlich diese Verbrauchsteuern bezahlen? Und wer ist daneben von diesen Steuern betroffen? Also zahlungspflichtig ist tatsächlich immer im ersten Schritt derjenige, der sogenannte Inverkehrbringer, also der das dann tatsächlich in den Handel hier hineinführt. Das ist im Regelfall dann der Hersteller oder ein Händler oder im Gegenfall auch ein Importeur. Der muss dann natürlich versuchen, seine Mehrbelastung in seinen Preisen hineinzukalkulieren. Also deswegen sind Verbrauchsteuern auch sogenannte Kostensteuern. Also wenn Sie das nicht über ihren Verkaufspreis an den Kunden weitergeben können, dann bleiben sie darauf sitzen, weil die Kosten fallen eben an, wenn sie dort das Mineralöl verkaufen, wenn sie dann den Strom leisten an andere, dann haben sie auf jeden Fall diese Belastung, unabhängig von ihrem Verkaufspreis. Und ja, dann natürlich kommt man direkt auf den nächsten Betroffenen, ist natürlich jetzt hier der Letztverbraucher, Sie als Privatkunde, wenn Sie sagen, Sie kaufen sich dort früher die Spielkarten, heute eben die Flasche Bier oder eben dann das Glas Wein ist eben 0 Euro, aber Sekt zum Beispiel ist ja auch dann verbrauchsteuerpflichtig. Dort sind Sie eben an der Supermarktkasse, an der Tankstelle sind Sie dann zahlungspflichtig. Wichtig eben auch für die Privatperson ist, also die Umsatzsteuer kommt noch oben drauf, also das ist ein Bestandteil von der Bemessungsgrundlage der Umsatzsteuer. Also wenn Sie da eine Verbrauchsteuererhöhung haben, auch eine Tabaksteuererhöhung, fühlt sich das gleich doppelt belastet für Sie. Wer ist noch betroffen? Also dann, ich hatte ja schon mal gesagt, es ist immer der erste tatsächliche Inverkehrbringer dort der Ware. Es soll tatsächlich die Möglichkeit geschaffen werden, dass Sie die verbrauchsteuerpflichtigen Produkte erstmal unversteuert von einem Händler zum anderen leisten können, um die Steuer erst auf der letzten Ebene entstehen zu lassen, wenn Sie da eben entsprechende Voraussetzungen erfüllen. Hintergrund ist einfach, Sie sollen da jetzt keine größeren Zahlungsliquiditätsbelastungen für die Unternehmen schaffen, sondern eben nur dann, wenn es tatsächlich dann in den Handel geht. Vielleicht noch als weiteren Betroffenen die Zollverwaltung, das sollte man nicht vergessen. Also wir sind hier in einer Bundessteuer. Also, es gibt da noch eine Ausnahme bei der Biersteuer, das geht noch an die Länder, aber im Regelfall die ganze Energiesteuer geht tatsächlich, Alkoholsteuer und sowas geht in den Bundeshaushalt. Und sie sind dann eben bei den Hauptzollämtern und nicht wie bei den anderen Steuerarten bei den Finanzämtern. Aber natürlich, also da muss ich auch nochmal einen Schritt zurückgehen. Also im Zweifel, Sie müssen ja haben immer mit Menschen zu tun bei der Zollverwaltung und dann jeder Hauptzollbeamte, das ist jetzt nicht nur bei der Energiesteuer, bei der Stromsteuer oder Alkoholsteuer, sondern genauso im Zollrecht, das werden Sie viel besser wissen noch als ich bei der Zollakademie. Sie müssen mit den Menschen klarkommen und jeder hat da so ein bisschen seine Auslegung und das, das muss man dann zusammenbringen. Aber wie gesagt, die Zollverwaltung ist dort Ihr Hauptansprechpartner bei den Verbrauchsteuern. Wir haben jetzt schon das Stichwort gegeben für den Schwerpunkt unseres Gesprächs und das sind ja die Strom- und Energiesteuern. Wie sieht das denn jetzt wirklich aus? Was genau regelt das Strom- und Energiesteuergesetz? Also es geht tatsächlich darum, die Stromsteuer fällt an auf jegliche Strom, den Sie geleistet bekommen. Also wenn Sie jetzt von Ihren Stadtwerken oder wer auch immer Ihr Stromversorger ist, dort eine Stromrechnung bekommen, da können Sie tatsächlich dann 20,50 Euro Stromsteuer sehen. Das zahlt jeder Endverbraucher, das zahlt jedes Unternehmen. Dann gibt es aber natürlich Strom. Früher, wenn man das jetzt vor 20 Jahren sich gesehen hat, da hat man den Strom in großen zentralen Kohlekraftwerken, Atomkraftwerken erzeugt. Heute hat man da tatsächlich, die Verbraucher wollen eben nicht nur Strom konsumieren, sondern die wollen auch selber auf einer PV-Anlage auf dem Dach mit einem Blockheizkraftwerk bei sich im Keller selber Strom erzeugen. Und natürlich wollen sie auch dann noch Strom tanken mit der Elektromobilität. Und das ganze System wird einfach komplizierter und dass man dann eben sämtliche
ja, Stromleistungsbeziehungen dort anpasst. Und ja, ein sehr wichtiger Bereich, den soll man nicht unterschlagen. Also jetzt gerade Industrieunternehmen, ja, die haben die Möglichkeit, da noch verschiedene Begünstigungen zu beantragen. Es geht im Regelfall darum, dass sie im internationalen Wettbewerb bestehen wollen. Ja, wie gesagt, es ging einfach darum, dass sie dann die deutschen Unternehmen, die eben im internationalen Vergleich da eine Mehrbelastung zu tragen hatten, dass die noch eine, ja, verschiedene Begünstigungen bekommen. Und dann sind sie eben natürlich als Industrieunternehmen daran angehalten, da möglichst das Beste für sie rauszuholen. Apropos Entlastungen, Herr Kapf. Da stellt sich mir die Frage, wer ist denn berechtigt, Steuerbegünstigung zur Energie- und Stromsteuer zu beantragen? Vielleicht ein kurzer Exkurs dazu. Die genannten Entlastungen erreichen ja bislang ein Volumen von ca. 3 Milliarden Euro, wenn ich richtig recherchiert habe, im Jahr und sind somit für viele Unternehmen des produzierenden Gewerbes insbesondere relevant. Ab 2023 sollen aber diese Begünstigungen des Strom- und Energiesteuergesetzes ja neu geregelt werden. So hat die Europäische Kommission im Juli 2021 im Rahmen des Green Deal ein Fit for 55 Klimamaßnahmenpaket vorgelegt, soweit ich weiß. Und das dient ja der Umsetzung der neuen Klimaziele und beinhaltet unter anderem halt einen Vorschlag für eine Neuausrichtung der EU-Energiesteuerrichtlinie. Was erwarten Sie denn mit diesen Veränderungen? Und wie sieht diese Neugestaltung der EU-Energiesteuerrichtlinie wohl aus? Also es gibt da tatsächlich zwei Handlungsstränge. Also Sie hatten es ja schon richtigerweise, beziehungsweise wir hatten es auch schon besprochen. Es gibt Möglichkeiten eben für Unternehmen des produzierenden Gewerbes, dass sie dort ja für ihren Stromverbrauch, für ihren Erdgasverbrauch, sofern sie es eben für die Produktion einsetzen, dort Begünstigungen zu beantragen. Das ist, die stehen aktuell im Fokus, auch unabhängig von dieser Änderungen der Energiesteuerrichtlinie, weil einfach das sind Beihilfen nach dem europäischen Beihilferecht. Und die müssen genehmigt werden, beziehungsweise auch dort werden notifiziert bei der Europäischen Kommission. Und das ist immer ein Verfahren, das geht über 10 Jahre. Und das Unglückliche ist eben, zum 31.12.2022 läuft die aktuelle beihilferechtliche Genehmigung aus, die die Bundesrepublik Deutschland erhalten hat, um die Begünstigungen hier für das produzierende Gewerbe, wenn sie, wie heißt es, Metall erzeugen oder auch in der Stromerzeugung, aber auch die Land- und Forstwirtschaft ist auch dort begünstigt, dass diese Unternehmensbegünstigungen eben zeitlich beschränkt sind, dass sie dort dann irgendwann jetzt die Bundesrepublik eine Neuregelung machen muss. Das ist der eine Einflusspunkt. Und dann muss man eben sagen, als man die Regelungen vor 10 Jahren in die Welt geschafft hat, dann ging es tatsächlich in der alten Theorie darum, man möchte die Unternehmen fördern. Heute ist der Blickpunkt ein bisschen anders. Die EU möchte der erste klimaneutrale Kontinent werden. Wir haben uns mit diesem Programm Fit for 55 verpflichtet, bis zum Jahr 2030 die Emissionen, CO2-Emissionen und auch die anderen, Kyoto-Gase, dort zu reduzieren im Vergleich zu 1990 bis 2030 um 55%. Deswegen der Begriff Fit for 55. Und dann ist natürlich, können Sie nicht gleichzeitig sagen, wir geben der Stahlindustrie, wir geben der Zementindustrie, Mineralindustrie weiterhin die gleichen Förderungen wie bisher. Und dementsprechend sind dort tatsächlich dann auch Einschnitte zu erwarten. Also man kann eben in der Vergangenheit, ich muss tatsächlich auch sagen, ich mache das ja jetzt hier schon auch 9 Jahre, bin ich hier in dem Bereich tätig. Es wird jedes Jahr, kommt ein neues Formular dazu, eine neue Anforderung. Und ja, jetzt mit dieser Neuregelung der Gesetze kommt man ja tatsächlich auch dann, ist zu erwarten, dass dort weitere Anforderungen auf die Unternehmen zukommen. Unabhängig jetzt erstmal von den Begünstigungen, was steht da drin in den Energiesteuerrichtlinien? Also der Hauptpunkt ist tatsächlich, es gibt in der Richtlinie sogenannte Mindeststeuersätze. Also das ist was im Bereich jetzt Kerosin, Diesel, Benzin. Und die sind aktuell, wie man es an der Tankstelle auch kennt, einfach nach dem Volumen gegliedert, wie viel Steuer soll pro Liter Benzin bei Ihnen anfallen. Und man kennt das ja oft auch mit dem Dieselprivileg. Wenn Sie in Diesel fahren, ist der Preis an der Tankstelle aktuell noch günstiger als beim Benzin. Das möchte man umstellen. Man möchte die Energieträger so klassifizieren, dass sie nach ihrem Energiegehalt alle im Zweifel erstmal gleichwertig dargelegt sind, aber dann nach ihrem CO2-Faktor klassifizieren. Also erstmal sagen, ganz schlecht sollen alle fossilen Energieträger sein, das wäre dann Benzin und Diesel. Die sollen dann den gleichen Steuerbelastung erhalten.
Und am besten soll dann elektrischer Strom dargestellt werden, wenn man dann eben sagt, das soll auch klimaneutral dann hergestellt werden, dass man eben auch auf diesem Bereich dann die Elektromobilität und auch die ganze Elektrifizierung der Wirtschaft fördern kann. Also dass man dann eben sagen muss, die Unternehmen heute, wenn sie sagen, die Begünstigung wird es nicht mehr so geben, wie sie es aktuell heute gibt, dann so viel kann man auf jeden Fall sagen. Und ja, es lohnt sich umso mehr, dass man da guckt, wie kann man mal seine Produktion umstellen, dass man dann eben guckt, welche Verfahren haben sich vielleicht in der Vergangenheit aus investitionstechnischen Gründen noch nicht gelohnt. Vielleicht lohnt sich das heute da nochmal neu zu rechnen, wenn man sagt, die Belastungen steigen in Zukunft. Und ja, vielleicht nochmal, ich habe schon gesagt, also man möchte diese Energieträger nochmal neu sortieren. Das kann es eben, man muss immer mal gucken, wenn die EU irgendwas ändert, wie kommt es dann tatsächlich in Deutschland an? Das ist nochmal eine zweite Sache. Eine Änderung der Richtlinie, das ist tatsächlich beim EU-Recht ein bisschen kompliziert, weil es um Steuerrecht geht, entscheidet nicht das Europäische Parlament, sondern die Mitgliedstaaten selbst. Und da brauchen sie ein Einstimmigkeitsprinzip, das sind so Sonderregelungen in den europäischen Verträgen, dass sie dort im Haushaltsrecht, da möchten sich die Mitgliedstaaten nicht reinreden lassen von den dort gewählten Parlamentariern der EU. Bei den allen anderen Bereichen im Fit for 55, da geht es ja, da gibt es 14 noch andere Richtlinienentwürfe, da geht es jetzt vor allem jetzt Energieeffizienz, da gibt es irgendwelche Gebäude, Sanierungsmaßnahmen, das entscheidet alles das Parlament, aber sobald es eben ins Steuerbereich geht, dann müssen die Mitgliedstaaten da nochmal ein Wörtchen mitreden und dementsprechend ist das dann tatsächlich, muss man immer mit Vorsicht genießen, was am Ende bei rauskommt, was man da hat. Aber ja, auf jeden Fall, es ist gewünscht, dass die Mitgliedstaaten dieses Ranking, sage ich mal, diese Rangfolge der Steuerarten nach ihrem Klimaschutzbeitrag auch dann mit übernehmen. Also müsste es dann tatsächlich dort eine Verwerfung der Steuersätze geben. Also zusammenfassend, also Dieselfahren wird wahrscheinlich teurer werden, auch unabhängig jetzt davon, dass man dort noch den CO2-Preis hat. CO2-Preis, Herr Kapf, das ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort. Das hatten Sie ja schon öfter erwähnt. Und es ist natürlich auch oft die Rede vom CO2-Preis. Wie ist der jetzt vielleicht mal ganz kurz in dieses System einzuordnen? Genau, also beim CO2-Preis, das ist formal gesehen keine Steuer, sondern der offizielle Begriff ist ja das Brennstoffemissionshandelsgesetz. Sie haben aber jetzt im ersten Schritt, haben Sie die gleichen Produkte, die dort im Fokus stehen. Also es sind tatsächlich die Energieprodukte, die auch nach dem Energiesteuergesetz versteuert werden. In den ersten Jahren, jetzt 2021, ist es ja in Kraft getreten. Es ist vor allem jetzt Benzin, Diesel, Heizöl, Kerosin, aber auch Erdgas, also wirklich die klassischen Kraftstoffe und Heizstoffe. Dann ab 2023 kommen auch noch Feststoffe dazu, also jetzt vor allem dann Kohle, aber eben auch Abfälle sind in Diskussionen. Bei der Energiesteuer hat man den Siedlungsabfall rausgenommen, also alles, was unter, jetzt aus was Hausmüll ist, aber auch was 18 Megajoule je Kilogramm dort nicht überschreitet, fällt dort nicht in das Energiesteuergesetz. Und da ist eben noch eine Diskussion, ob sie auch die Abfälle dort unter den CO2-Preis nehmen. Wie funktioniert das? Sie geben dann monatliche Energiesteueranmeldungen ab, wie viel steuerpflichtiges Benzin oder was auch immer Sie dort in Verkehr gebracht haben und melden das gegenüber dem Hauptzollamt an. Bei dem Emissionshandel läuft es ein bisschen anders. Da melden Sie einmal jährlich gegenüber der deutschen Emissionshandelsstelle, also jetzt nicht mehr beim Zoll, sondern bei einer anderen Behörde melden Sie, wie viel Energiesteuerprodukte Sie dort in Verkehr gebracht haben, aber eben dann mit den Emissionen. Das kann man aktuell noch 1:1 umrechnen. Also Sie haben so spezifische Faktoren gebaut. Also man kann das dann genau rechnen, wie viel ist eine Megawattstunde Erdgas, wie viel CO2 verursacht. Das haben die einmal festgelegt. Zukünftig soll man das tatsächlich auch dann an realen Werten durchführen können, also wenn man das dann tatsächlich messen kann. Aber für die ersten Jahre, wo es jetzt neu ist, gibt es da feste Faktoren. Beim Abfall ist das Problem offensichtlich, da haben sie kein homogenes Gut mehr, da muss man dann tatsächlich dann gucken, wie man das dann bepreisen möchte. Und ja, wie gesagt, sie müssen sich dann einmal bei der Emissionshandelsstelle registrieren, dann müssen sie sich noch bei der Energiebörse anmelden, um dort Emissionszertifikate zu erwerben. Und dann müssen sie einfach für jede Emissionsmenge, die sie in Verkehr gebracht haben, ein Emissionszertifikat hinterlegen. Also pro Tonne CO2 ist ein Zertifikat zu hinterlegen. Für die ersten Jahre hat man da noch einen Fixpreis festgelegt. Also in 2021 ist der Preis
25 Euro je Tonne CO2, nächstes Jahr 30 Euro je Tonne CO2, dann 35, dann 45 und dann 55 im Jahr 2025. Im Jahr 2026 soll dann die Zertifikate im Preisrahmen zwischen 55 und 65 Euro frei gehandelt werden. Und ab 2027 sollen die dann komplett frei ohne Preisvorgaben gehandelt werden, dass sich der Preis dann tatsächlich durch Angebot und Nachfrage ergibt. Und wenn man dann sparsam handelt, mit seinen Emissionen umgeht, hat man natürlich einen Vorteil, dass man dann entsprechend auch weniger Zertifikate benötigt. Das ist natürlich ein Anreiz für Unternehmen, auf jeden Fall. Aber Herr Kapp, wenn wir vielleicht jetzt mal ein bisschen lokaler denken, hier in Hamburg zum Beispiel ist ja insbesondere die Beförderung von Energieerzeugnissen und anderen verbrauchsteuerpflichtigen Waren besonders von Bedeutung. Was ist denn hier zu beachten? Können Sie dazu vielleicht was sagen? Genau, also ich hatte es ja schon mal gesagt, man möchte, dass die Verbrauchsteuer erst im besten Fall auf der letzten Ebene vor dem Verbraucher entsteht, dass man dort eben die ganzen Zwischenhändler im besten Fall nicht belastet. Voraussetzung dafür ist aber, dass sie entsprechend bürokratische Anforderungen erfüllen. Sie müssen dort sich registrieren. Es gibt das sogenannte EMCS-System, Excise Movement and Control System, also es ist ein elektronisches System, wo sie sämtliche Beförderung von, wie schon mal eingangs gesagt, Benzin, Kerosin, aber eben auch Alkohole und Sekt und Wein registrieren müssen, wenn sie das grenzüberschreitend machen, aber eben auch zwischen dort berechtigten Empfängern innerhalb des Gebietes der Bundesrepublik Deutschland machen. Voraussetzung ist dort eben, Sie müssen dieses elektronische System korrekt ausfüllen. Sie müssen dort genau darlegen, wer ist eben Empfänger, wer ist der Warenversender, welche Ware wird dort transportiert, welche Menge, welche Dichte hat die Ware. Und da passieren sehr häufig Fehler, also erstmal beim Eintragen selbst, aber eben dann auch bei der Beförderung. Also es gibt da viele Fragen. Ein klassischer Fall ist eben, es geht irgendwas verloren. Also das vielleicht, man hat eine andere Menge von dem Abgangsort zu dem Empfangsort. Das muss tatsächlich gar nicht sein, dass da was verloren gegangen ist. Ich hatte das auch teilweise gehabt. Das liegt einfach an Messdifferenzen, Wiegedifferenzen. Oder man hat auch teilweise, wenn Sie sagen, Sie fahren nach Polen oder Sie fahren nach Frankreich, da haben Sie ganz einfach andere Wagen als in Deutschland, die sind anders kalibriert, anders wird dort vermessen und dann kriegen sie auch dann Messdifferenzen und dann ist eben tatsächlich die Frage, fällt für diese Menge dann eine Steuer an oder fällt für diese Menge keine Steuer an und wenn Steuer anfällt, muss ich diese Steuer in Deutschland anmelden, muss ich die in Polen anmelden, muss ich die in Frankreich anmelden, gerade wenn dann mehrere Länder betroffen sind. Es ist tatsächlich, wenn man es richtig macht, dann haben sie kein Problem, dann haben sie die Ware steuerfrei von einem Ort zum anderen gefahren. Aber wenn kleine Fehler passieren, dann hat man tatsächlich dort teilweise große Diskussionen mit der Zollverwaltung. Und das Problem ist eben, man hat dort regelmäßig auch sehr hohe Beträge, dass man dann eben das nicht einfach dann auf sich belassen kann. Das ist tatsächlich dort eigentlich wie bei jedem Steuerthema auch, wie auch bei Zollthemen auch. Wenn Sie das vernünftig mit Prozessen hinterlegen, dann können Sie sich den viel Ärger ersparen, als wenn Sie dann im Nachhinein das versuchen, gerade zu biegen. Ich glaube, da werden jetzt einige Unternehmen bzw. Zuhörer, die gerade diese Folge mitverfolgen, bestimmt die Frage haben, wie streng ist da eigentlich die Zollverwaltung? Was ist da Ihrer Erfahrung nach normalerweise so der Duktus des Zolls? Also es ist tatsächlich gut. Ich meine, jeder wird sagen, bei ihm ist es am strengsten. Aber ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, also der Zoll ist sehr formal. Also die Finanzämter, die haben im Regelfall da noch so einen gesunden Menschenverstand noch dabei, dass sie sagen, hier, wenn es jetzt um alte Fälle geht, dass man dann sagt, wir treffen uns irgendwo in der Mitte. Es hat keiner jetzt ein Interesse daran, dass man das jetzt noch bis zum Ende, bis zum letzten Cent ausrechnet. Aber der Zoll, die machen auch, die Verfahren dauern tatsächlich teilweise sehr lange, dass man dort, wenn man eine Betriebsprüfung eröffnet hat, dass man da wirklich dann da bis ins letzte Detail da die Themen noch ausdiskutieren möchte. Und ein weiteres Problem, das wir tatsächlich bei den Verbrauchsteuern regelmäßig haben, ist, dass
Ja, wir haben einen Verjährungszeitraum im Grundsatz von einem Jahr, dass man möchte dort eigentlich relativ schnell Rechtssicherheit haben. Also wenn Sie jetzt eine Steuermeldung abgeben jetzt für 2020 und dann jetzt haben Sie 21, dann hätte man noch bis Ende 21 plus noch ein Jahr. Also Ende 22 wäre das im Grundsatz alles vorbei. Ist eigentlich eine positive Sache für beide Seiten. Aber also jetzt zum Vergleich bei der Einkommensteuer oder bei der Umsatzsteuer, da haben Sie 4 Jahre Verjährungsfrist nach Abgabe Ihrer Erklärung. Das ist eben, der Zoll sieht dann natürlich sein Geld verschwinden, wenn man dann gesagt hat, also man hat hier, wenn man den Fehler jetzt dieses Jahr gemacht hat, dann wird man ihn mit hoher Wahrscheinlichkeit auch letztes Jahr gemacht haben. Und wie hilft sich da der Zoll? Die öffnen sich sehr schnell ein ja, sogenanntes Bußgeldverfahren auf und also mit dem haben sie eben die Möglichkeit, den Zeitraum, mit dem sie Steuern nachfordern können, können sie dadurch verlängern. Und deswegen machen sie das sehr gerne. Oft kann man diese Bußgeldverfahren auch wieder schließen, aber es ist im ersten Schritt ist das maximal unangenehm, weil ich habe das auch schon oft gehabt, dann kriegt man eben diese Öffnung des Bußgeldverfahrens, das geht dann nicht an die Firma, sondern das geht dann an den Geschäftsführer und zwar nicht nur an die Firmenadresse, sondern es geht dann an seine Privatadresse, die Adresse ist ja hinterlegt beim Handelsregister und wenn der eben Post nach Hause bekommt, das öffnet dann die Ehefrau, dann fragen die auch, was ist dort im los? Ja, und deswegen, sowas sollte man tatsächlich vermeiden, dass man dann wegen oft kleiner Vergehen, also das klingt jetzt alles schlimmer, was ich Ihnen gesagt hatte, aber das ist tatsächlich, oft geht es da gar nicht mal um jetzt hohe Beträge, sondern ein paar tausend Euro und der Zoll, selbst für kleine Sachen, fängt er oft dann so eine Geschichte an. Aber sonst, was ich auch gesagt habe, dieses sehr formale Vorgehen, dass man dann eben auch sagt, selbst für Altjahre, da möchte man bis auf den letzten Cent da sein Geld wiedersehen. Herr Kapp, das ist mittlerweile aber ein Trend, würde ich sagen, beziehungsweise es zieht sich durch all unsere Zollcast-Folgen. Durch die Ausführungen unserer Referenten und Experten wird eindeutig klar, warum es so wichtig ist, dass Unternehmen ihre Leute tatsächlich auch zur Hamburger Zollakademie schicken, damit sie auch vorbereitet sind auf solche Vergehen, Bußgelder und dass sowas gar nicht erst entstehen kann. Genau, also Vorsorge ist immer das Beste. Herr Kapp, erstmal vielen, vielen Dank für Ihre ganzen fachlichen Ausführungen. Das waren wirklich sehr, sehr spannende Dinge, die ich tatsächlich auch so noch nicht kannte und wusste. Und manches Interessantes nehme ich auch mit. Unter anderem, das habe ich schon gesagt, Sündensteuer, auch ein Begriff, den man gerne mal im Smalltalk verwenden kann. Kommen wir vielleicht zur wichtigsten Frage zum Schluss. Und zwar, es wird jetzt ein bisschen privater. Ich weiß, dass Sie durch Ihre unterschiedlichsten Tätigkeiten in der Beratung und Lehre ein unglaublich beschäftigter Mann sind, aber Sie haben ja auch eine Freizeit. Und was tun Sie denn dort, wenn Sie mal nicht mit Verbrauchsteuern beschäftigt sind? Ja, also natürlich, ich habe eine, hier, meine Tochter ist jetzt ein Jahr und ein Monat. Ich freue mich dort tatsächlich auch jetzt aufgrund des der neuen Corona-Bestimmungen, dass wir jetzt auch vermehrt Homeoffice-Regelungen bei uns haben, konnte ich dann auch tatsächlich die erste Zeit gut mit ihr verbringen. Deswegen, das ist ein sehr großer Teil meiner Freizeit. Daneben habe ich noch mit einem Schulfreund zusammen, betreiben wir eine kleine Imkerei, dass wir dort eben dann auch sehen, das machen wir jetzt auch jetzt hier 3-4 Jahre, dass wir ja jedes Jahr gucken, wie sich dort unsere Bienen entwickeln, dass man dort dann tatsächlich auch dann am Ende seinen eigenen Honig sammeln kann, finde ich, ist eine schöne Sache. Ja, ist ein schöner Ausgleich und vor allem auch ein bisschen an die Natur gehen. Also ich meine, ich habe auch dann normalerweise einen Bürojob als Steuerberater, dann sitzt man den ganzen Tag vor dem Computer, dann ist man auch mal froh, dass man da auch mal was anderes sieht. Verständlich. Und gerade wenn es dann Bienen sind, ist es ja wirklich ein sehr naturbezogenes Hobby. Sehr, sehr schön, Herr Kapp. Das haben vielleicht viele nicht erwartet, aber wenn man tatsächlich Ihren LinkedIn-Account zum Beispiel sich ansieht oder dergleichen, sieht man auch öfter mal Beiträge. Finde ich immer sehr, sehr schön, sich so auch auf dem Laufenden zu halten, über Ihre Kolonien quasi. Ja, also es ist auch immer schön, wenn man dann die anderen davon teilhaben lassen kann. Das kriegt dann auch ja oft Rückmeldung. Ich habe schon viel gelernt hier über Bienen bei dir. Das ist immer eine schöne, schöne Sache, dass man dann ja tatsächlich auch gelesen wird. Ja, also auch, ich meine, auch wenn die Leute nur die Bilder gucken, es ist auch in Ordnung. Ja, also es ist tatsächlich ein bisschen Freude ins Leben bringen. Das ist dann auch ja eine schöne Sache, dass da die Bienen nicht nur für mich da sind. Mit diesem Anstoß an unsere Zuhörer, sich auch gerne mal Ihre Videos bzw. Bilder und Texte zu Ihren Bienen sich anzugucken, würde ich sagen, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen, Herr Kapp, für Ihre Zeit, für Ihre Ausführungen zu diesem Thema heute. Wenn die Zuhörer noch mehr von Ihnen hören wollen und dann auch tatsächlich auch sehen wollen, Sie halten für die HZA, Hamburger Zollakademie, auch ein Seminar, und zwar zum EMCS-System, zur Beförderung verbrauchsteuerpflichtiger Waren. Der nächste Termin wäre der 11. März 2022.
Natürlich werde ich wieder den Link zum Seminar in der Podcast-Beschreibung verlinken. Ansonsten ist der CAP natürlich auch unser Experte für Strom- und Energiesteuer und für verschiedene Inhouse-Anfragen zum Beispiel da. Das heißt, wenn Sie ein Inhouse-Seminar wünschen, eine Inhouse-Schulung, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir Herr CAP damit auch beauftragen werden. Ansonsten, liebe Zuhörer, bedanke ich mich auch ganz herzlich bei Ihnen fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund. Vielen Dank und alles Gute.